Ich hatte euch doch von diesem Zeug hier in meinem Haul erzählt, oder? Ich habe gerade Reinigungscreme drauf, nicht so denken, was habt ihr in dem Gesicht? Ich wollte jetzt mit euch zusammen euch das zeigen. Ich habe die das erste Mal gestern Abend verwendet, dieses Zeug, und ich fand es ganz witzig. Also ihr macht ganz normal eure Zahnpasta auf eure Zahnbürste. So, jetzt muss ich mal eben aufmachen. Dann macht ihr das auf, ganz vorsichtig, weil es ist ja ein Pulver. Sieht man gar nicht, ne? So, dann drückt ihr eure Zahnbürste kurz da rein. Und dann legt ihr los. Nein, das schmeckt übrigens ganz normal nach eurer Zahnpasta. Schmeckt wirklich nicht anders. Und dann müsst ihr alles, also so lange spülen, bis das weg ist. Wenn da immer noch was ist, geht da einfach noch mit eurer Zahnbürste drüber. Ich in meinem Fall nehme jetzt noch meine Mundspülung. Obwohl ich wirklich finde, dass ich habe das mit der Mundspülung jetzt nicht gemacht, upsili, weil man sonst einen ekelhaften Geschmack im Mund hat. Nee, auf gar keinen Fall, weil wie gesagt, das ist alles so, als würdet ihr es ganz normal machen. Nur dass halt da dieses schwarze Pulver mit drauf war. Und das möchte ich jetzt tatsächlich also ein bisschen ausprobieren. Wie lange das dauert, bis man tatsächlich weißere Zähne bekommt, auf natürliche Art und Weise und nicht mit Bleaching und so. Und was wollte ich sagen? Genau. Und das soll ja auch. Also ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in der Infobox. Weil das ist tatsächlich, soll das halt, weil da Kokosöl drin ist, ist das halt auch gegen schmerzempfindliches Zahnfleisch und so. Ich finde das ganz cool. Ich bin mal gespannt. Ihr werdet auf jeden Fall von mir hören. Ciao.